Herzlich willkommen bei der Millionenshow. Beim Quiz um 1 Million Euro. Die Chance, sie zu gewinnen, haben heute diese Kandidaten: Sibylle Schelling aus Fussach, Peter Schausberger aus Wien, Katrin Freis aus Salzburg, Nikolaus Sutter aus Graz, Ekaterina Rabel aus Wien, Thomas Wahl aus Gumpoldskirchen, Ingeborg Werner Tutschko aus Thalheim und Stefan Schober aus Wien. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie nun mit uns Ihren Moderator, Armin Assinger. Ja, wunderbar. Meine Damen und Herren, 3 Tage vor Silvester darf ich Sie sehr, sehr herzlich bei der letzten Millionenshow des Jahres begrüßen. Und ich hoffe natürlich, dass wir es alle zusammen schaffen, das Jahr 2020 gut ausklingen zu lassen. Meine 8 Kandidaten sind natürlich top motiviert, freuen sich auf die nächsten 100 Minuten und werden versuchen, diese Millionen Euro zu gewinnen, beziehungsweise möglichst nahe an Sie heranzukommen. Gut, bereit? Bereit? Dann fangen wir an. Zu welchen besonderen Anlässen läutete die Bummerin 1955, 1963, 1989 und 2013? A. Trauerfeier Kaiserin Zitas, B. österreichischer Staatsvertrag, C. Wahl von Papst Franziskus und D. Tod von John F. Kennedy. Österreichischer Staatsvertrag war da der Anlass. Dann 1963 der Tod von JFK, die Trauerfeier Kaiserin Zitas 1989 und 2013 die Wahl von Papst Franziskus. B, D, A und C wäre die Reihenfolge, die man haben muss. Oh, die meisten haben es geschafft. Ekaterina! Das passt genau. Bitte schön. Ekaterina, wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Da ist sie schon. Ekaterina, fällt mir schon einmal auf, das ist irgendwie, klingt ein bisschen nach Russland. Stimmt. Von wo sind Sie ursprünglich? Aus Russland. Aus Russland, Bulgarien gemischt. Okay, geboren? In Sofia. Okay, und jetzt noch schon seit einiger Zeit eben in Wien. Verheiratet, haben eine Tochter mit 10 Monaten. Mhm. Sehr gut. Was machen Sie beruflich? Ich bin Pianistin, Musiklehrerin. Mache auch musikalische Leitung einer kleinen Opernkompanie. Okay. In Wien. Und als weiteres Hobby bei Ihnen steht da bei mir doch Stricken. Mhm. Wolle spinnen. Ja. Wo haben Sie das gelernt? Oder wer hat Ihnen das beigebracht? Beigebracht habe ich es mir selber. Mhm. Aber ich habe meine Urgroßmutter Wolle spinnen gesehen und es war halt irgendwie. Es ist ein altes Handwerk und ich fände es so schade, wenn das verloren geht. So richtig mit einem Spinnradl? Ja. Wo man mit dem Fuß oder ja. Auf das Pedal. Echt? So, ja. Das haben Sie. Das hat meine Großmutter einmal auch gemacht. Ach Gott, wie oft da der Faden runtergefallen ist, oder wie man das nennt. Gell, wenn man den verliert, ja. das gerade. Braucht man ein bisschen Geduld und Fingerfertigkeit. Meine Tochter lasse ich nicht dran, weil dann. Ja, dann ist alles verloren. Gell? Darf Ihr Mann, der Peter, ran? Ja. Darf Ihr Mann ran? An das Spinnradl, meine ich. An das Spinnradl, er will nicht. Okay, Sie als Peter. Schön. Katharina, ein hartes Jahr liegt hinter uns allen, gell? Ein hartes Jahr liegt hinter uns allen. Lassen wir es einfach so, wie ich gesagt habe, oder versuchen wir es alle zusammen, wenigstens gut ausklingen zu lassen, da drinnen. Und schauen wir positiv in die Zukunft. Es bleibt uns nichts anderes übrig, das ist so. Katharina, Katharina, wie wollen Sie denn? Wollen Sie mit 4 Jokern das Jahr beenden oder mit 3? Mit 3. Gut, heißt Sicherheitsstufe bei Frage 10 bleibt Ihnen erhalten. Na ja, dann haben wir halt in die Tasten, ne? Spür mal auf dem Klavier des Wissens. Der Bauer gilt beim Schach als jämmerlichster Fels, mattester Kiesel, schwächster Stein oder dürftigster Splitt. Das ist C, der schwächste Stein. Mhm. Sehr gut. Zu den Nagetieren zählen auch die Fleckerl, Spiralen, Maschall, Hörnchen. Die Hörnchen? Die Hörnchen sind's, die Hörnchen.
Aha, Original Soundtrack, Original Soundtrack oder kurz gesagt Nord, Süd, West, Ost. Das ist die Ost. Ost, Original Soundtrack nämlich, gell? Ja, super. Ein Flaneur ist ein Turmspringer, Spaziergänger, ein Turniertänzer oder ein Hürdenläufer? Das kommt vom Flanieren, nehme ich mal an. Das ist B, der Spaziergänger. Sehr richtig. Und Bäume, die im letzten Abschnitt des Mesozoikums wuchsen, schrieben rote Zahlen, hatten Gläubiger, standen in der Kreide oder zahlten die Zeche nicht? Sie standen in der Kreide, C. Sie standen in der Kreide, denn im Mesozoikum gab es die Kreidezeit. Trias, Jura und Kreide, glaube ich, waren da so diese Epochen. Ja, einwandfrei richtig. 500 Euro, Ekaterina. Schön muss Weihnachten sein, auch bei erschwerten Rahmenbedingungen, wenn man ein kleines Kind hat. So wie mit ihrer Tochter. Wie heißt sie denn? Anna. Das erste Mal Weihnachten, das ist schon was Schönes für die Kinder. Mhm. Dann, gell? Man muss nur den Christbaum gut, ja. gut absperren. Ja. Genau. Dass da nicht viel passiert, gell? Rundum, wenn sie dann Flüge werden, schön langsam. Naja, wollen wir weitermachen? Bitte gerne. Natürlich, gern. Gell? Mit dem Zusatz Crossbody findet man auch in dieser Modesaison angesagte Schuhe, Taschen, Mützen oder Mund-Nasen-Masken. Sehr aktuell. Ja. Es müssten B, die Taschen sein. Wenn man so quer drüber tragt, sagen Sie. Ja, so quer über den Körper, so Crossbody. Crossbody Bags. Crossbody Bags. Okay, Antwort B, Taschen. Klingt für mich sehr logisch. Ja, Crossbody Bags, weiß nicht wirklich, trägt man quer schrägstrich vor dem Körper. Sehr gut. Alles kein Problem für Sie, gell? Alles kein Problem für Sie. Derweil? Derweil, ja. In Arles schuf Vincent van Gogh sein berühmtes Gemälde, das da hieß Backstube am Morgen, vertreibt Hunger und Sorgen, Schanigarten zu Mittag, Kaffeeterrasse am Abend oder Cocktailbar in der Nacht. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig, ich tendiere zur Kaffeeterrasse am Abend. Das ist zwar ein bisschen früh für die. Also B und D kann ich ausschließen. Ich habe das Bild jetzt nicht vor mir. Publikum könnte sowas wissen, 50-50 könnte mir auch weiterhelfen. Fifty-fifty könnte weiterhelfen, wenn ihr Favorit da stehen bleibt, nicht? Das ist die Kaffeeterrasse, ja. oder? Das ist die Kaffeeterrasse, ja. Könnten wir probieren. Ich habe ein Bild vor mir, aber probieren wir es. 50-50. 50-50, jawohl. Na ja, dann. Ist es damit eindeutig C, Kaffeeterrasse am Abend? Kaffeeterrasse am Abend. Ja, eingeloggt. Und richtig. Und damit Sie dieses Bild nie vergessen, liebe Katharina, so hat es ausgeschaut, beziehungsweise so schaut es aus. Kaffeeterrasse am Abend. Ja. Das haben Sie im Kopf gehabt, gell? Ja. Ja, sehr gut. Sehr gut. Frage Nummer 8, bitteschön. 5.000 Euro haben wir schon. Dass man sich in Österreich für eine Wahl aufstellen lassen kann, um gewählt zu werden, verdankt man dem defensiven Wahlrecht, dem passiven Wahlrecht, dem aktiven oder dem offensiven Wahlrecht? Das ist das B, das passive Wahlrecht. Das ist B, das passive Wahlrecht. Man darf gewählt werden. Okay. Das aktive Wahlrecht übt man ja selbst aus, defensiv. Es gibt Standpunkte zu verteidigen, aber die haben mit dem Wahlrecht nichts zu tun.
und offensiv ebenso wenig. Also dem Ausschlussprinzip nach, das B, das passive Wahlrecht. Muss nur das passive Wahlrecht sein. Okay. B, für alle Wahlen gilt mindestens 18 Jahre am Wahltag, Ausnahme Bundespräsidentschaftswahl, da muss man 35 Jahre alt sein. Am Wahltag, ja, passives Wahlrecht, heißt, Sie können sich wählen lassen. Gell? Sehr gut, sehr gut. Eine sportliche Frage. Curlingsteine bestehen üblicherweise aus Granit, Floatglas, Birnenholz oder Eisen, Ekaterina? Da habe ich jetzt keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung. Dann müssen wir jokern. Ja. Ich hätte einen Telefonjoker, der sowas wissen könnte. Der eher sportbegeistert ist. Das wäre der Christian Schleining. Wir probieren es einmal, würde ich sagen. Ruf ihn an. Ja, okay, ruf mal an, weil ich weiß es nicht. Er weiß es vielleicht. Ja. Besser als nichts. Christian Schleining, wohnhaft in? In Wien. In Wien. Okay, wenn er sportbegeistert ist, also ein bisschen sportlich ist, dann weiß er sofort, was da. Ja. Er war da zwar eher für Tennis etc. die Ansprechperson gewesen, aber das weiß er vielleicht auch. Können Sie mit dem Begriff Curling irgendwas anfangen? Ich kenne die Sportart, das ist die Putz-Alternative. Mit dem Besen. Genau, das, aber woraus jetzt die... Ich weiß, dass das Ding schwer sein müsste. Das heißt, es könnte Granit sein, könnte Eisen sein, aber da es auf Eis ist, ist das Eisen eher nicht. Das wird ja kleben. Vielleicht. Mhm. Birnenholz, warum ausgerechnet Birnenholz? Hat es irgendwie bis Gleiteigenschaften? Wie gesagt, ich weiß es nicht, da frage ich lieber. Okay. Christian. Ja, hallo? Herr Schleining, Armin Assinger ist da. Grüß Gott. Ja, grüß Gott, Herr Assinger. Sie sind in der Millionen schon herrlich, gell? Naja, schauen wir mal. Okay, hören Sie zu. 10.000 Euro stehen auf dem Spiel für die Ekaterina. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Spiel. Es geht nämlich um Sport jetzt in dem Fall. Und ich denke, Sie kennen sich da ganz gut aus. Wenn Sie sportlich interessiert sind, wird das für Sie ein Klacks werden. Ekaterina, bitte vorlesen. 30 Sekunden, ob es Zeit, spielt es aus. Mhm. Hallo du. Curlingsteine bestehen üblicherweise aus Granit, Floatglas, Birnenholz oder Eisen. Curlingsteine, die Putzspieler. Granit? Ich würde auf Granit tippen, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, gut. Danke dir. Katja, alles Gute. Danke. Ciao. Ciao. Wiederschauen. Wissen Sie was? Ja. Joker habe ich noch. Ich traue mich nicht. Ich traue meinen Leuten, aber ich traue ihnen nicht so sehr. Ich weiß, dass es jetzt damit das Publikum schon beeinflusst haben könnte. Aber es könnte auch etwas sein, wo einfach kollektiv die Leute mehr wissen als ich. Es wäre schade, aber das sind so schwarze Teile. Das sind so Teile mit einem Griff drauf. Mhm. Dann schieben sie es so aus, mit viel Gefühl. Mhm. Viel Gefühl beim Curling. Ja. Einer schiebt den Stein aus, oder eine, im Damenteam. Zwei, drei tun draußen Bürsteln mit dem Besen. Damit er besser gleitet und den anderen Stein, der dort von der gegnerischen Mannschaft besser liegt, hinausbuxiert aus dem Zielkreis sozusagen. Ja, Material. Wissen Sie was? Nein. Ich sag A-Granit. Sagen Sie A-Granit. Wenn es nichts ist, ist nichts. Antwort A. Endgültig. 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 Schauen Sie. Sie haben eigentlich recht gut angefangen mit der Erklärung. Birnenholz, also Gleitvermögen oder was weiß ich, mhm, oder Eisen, das darf vielleicht irgendwie gar nicht rutschen da drauf.
Und warum Flotglas? Sie waren schon auf der richtigen Spur. Dann hat der Herr Schleining noch Granit ausgebracht. Dann haben wir gedacht, jetzt werden sie es wohl nehmen. Und sie haben es genommen, Gott sei Dank. Granit ist die richtige Antwort. Sehr gut. Curlingstein kostet bis zu 1.300 Euro. Das wird man nicht glauben. 1.300 Danke, Euro. Danke, Chris. Hat er gut gemacht. Und der Granit kommt großteils von einer schottischen Insel namens Elsa Crack. Und die sehen wir da auf dem Bild. Schaut aus wie ein Curlingstein. Schau. Nein, nicht das Weiße. nein, das Weiße. Schon das ist der Stein. Das Weiße ist die Möwe Jonathan. Das ist ein Landeanflug auf diese Insel. Ja. Von dort kommt es her. Auf die Sicherheitsstufe? Springen wir jetzt auf mit aller Entschlossenheit. Katharina oder Katja? Der enthaltene Milchsaft macht Ingwer scharf, Stachelbeeren sauer, Honig süß, Endivien bitter. Ein Milchsaft. Jo. Also nein, Honig definitiv nicht. Endivien bitter. Milch hat nichts mit Bitterstoffen zu tun. Schärfe sind auch andere Substanzen. Zumindest bei Paprika. Stachelbeeren. Na, ich bin heute nicht besonders risikofreudig. Wir werden einen Publikumsjoker. Ja. Nehmen wir den. Meine Damen und Herren, Sie haben gedacht, Sie kommen nicht dran, gell? Nein. Mitarbeit ist gefragt, bringt einen positiven Eintrag im Klassenbuch. Dann im Jahresabschlussklassenbuch. Die Ekaterina möchte von Ihnen gerne wissen: Folgendes, der enthaltene Milchsaft macht A. Ingwer scharf. Oder B. Stachelbeeren sauer oder C. Honig süß oder macht enthaltene Milchsaft Endivien bitter? Auf alle Fälle eine interessante Erkenntnis. Puh. Mit anderen Worten, Sie wissen genauso viel wie ich. Ja. 2% sagen der Honig süß. Der Milchsaft macht den Honig süß. Was haben wir als nächstes? 29% sagen, Ingwer wird deswegen scharf. 32% sagen, der Endivien-Salat ist deswegen bitter. Und 37% tippen auf die Stachelbeeren. Also eindeutig schaut anders aus, gell? Eindeutig schaut anders aus. Na, ich hab mit meinem Mann vorher geredet. Gesagt. Schatzi, geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Was hat er gesagt? Was war der Auftrag von Peter? Das war genau das. Don't gamble. Und dem werde ich folgen. Sind wir durch? Gut ist, wie es gut ist. Und ich sag danke. Sehr schön. Und wir gratulieren zum Abschluss des Jahres 2020 zu 10.000 Euro fürs Budget. Bravo. Katja, geben Sie mal einen Tipp auf, bitte. Ich würde trotzdem raten, Milchsaft. Ich würde einmal, mir fällt nur ein, dass der Ingwer so milchig ist. Ich würde jetzt einmal raten. Ingwer scharf? Ja. Gut, dass Sie ausgestiegen sind. Das sage ich auch öfter an solchen Stellen. Gell? Das war nämlich ganz nicht. Auf der anderen Seite D. Ah, doch. Endivien bitter. Der Milchsaft enthält Bitterstoffe, Honig, Glucose und Fructose vom Blütensaft. Stachelbeeren enthalten Apfel- und Zitronensäure. Ingwer wird durch Gingerol scharf. So, was gelernt, Ekaterina? Danke fürs Fall. Mitspielen. Und einen guten Rutsch um ins neue Jahr. Gell? Ebenfalls. Dankeschön. Wiederschauen. Bitte sehr. Bitte noch. So.
So, erste Runde geschafft. Die nächste Auswahlaufgabe ist schon bereit, liegt schon im Köcher. Und so schaut sie aus. Genau. Genau so schaut sie aus. Wo haben wir es? Heben Sie Ihr Glas auf den 100., 200., 250. und 300. Geburtstag dieser berühmten Persönlichkeiten. A. Florence Nightingale, B. Baron Münchhausen, C. Ludwig van Beethoven und D. Johannes Paul II. Johannes Paul II. Den 100. Geburtstag, Florence Nightingale den 200., Ludwig van Beethoven den 250. und Baron von Münchhausen den 300. D, A, C und B hätten wir jetzt dann da. Wen darf ich begrüßen? Die Katrin. Sehr schön. Bitte sehr. Heute haben wir die geballte Frauenpower, gell? Wo bin denn die Katrin? Da haben wir die Katrin. Genau, weiß ich schon wieder. Musikpädagogin aus Graz. Aus Salzburg, Entschuldigung. Und sie unterrichten Gitarre, Klarinette und Saxophon. Wie wichtig ist denn die musikalische Ausbildung unserer Kinder? Natürlich das Wichtigste auf der Welt, eh ganz klar. Es ist eine wunderschöne Aufgabe und es wird nie langweilig. Man hat immer neue Abenteuer und Herausforderungen und ich habe mit so vielen lieben Kindern zu tun und auch Jugendlichen. Also bin auch in einer höheren Schule. Ich wollte gerade fragen, genau. Wo unterrichten Sie? Zum einen in der Musikschule in Salzburg, also Musikum. Aha. Und auch in der BAFEP, also Bildungsanstalt für Elementarpädagogik. Okay, wer sitzt da hinten oben? Wer ist denn Ihre Begleiterin? Eine ganz liebe Freundin, die Elisabeth. Servus, Elisabeth. Musikerin und Physiotherapeutin. Okay, so, liebe Katrin, wie tun wir zwar? Zuerst einmal die Ekaterina, jetzt haben wir die Katrin. Ja. Schön, da brauchen wir nicht umstellen. Macht Sinn, oder? Macht Sinn. Wunderbar. Ich nehme auch die klassische Variante. Ah, wieso denn der Switchinger? Der Switchinger gehört dazu. Tut mir leid. Okay. Gut, liebe Katrin, bereit? Jawohl. Selbstverständlich, dann geht's los. Starten wir hinein in unser Spiel. Drei Tage vor Silvester. Zu den Basics der Mathematik gehören Gleichungen mit einer auserwählten, angebeteten, fremden oder unbekannten. D der Unbekannten. So ist es. Welches Angebot lockt Fischesser ins Restaurant? Eroberung des Jahres, Diebesgut des Monats, Fang des Tages oder Beute der Woche? Der Fang des Tages. The Catch of the Day, wie man so schön sagt. Ja? Ja. Was sagen Sie denn zu dieser Frage? Vielen Dank, dein Kompliment geht runter wie Essig, Öl, Salz, Pfeffer. Das muss wohl das Öl sein. Das ist das Öl, genau. Ein Magister, sind Sie eine Magistra? Ja. Okay. Ein Magister ist dem Wortursprung nach ein Kellner, ein Taxifahrer, ein Lehrer oder ein Arbeitsloser? Würde ich fast den Lehrer nehmen. Fast den Lernen, wobei natürlich auch sehr viele Taxifahrer Magister sind. Oder Arbeitslose. Ja, leider Gottes, ja. C, Lehrer, selbstverständlich. Zu Daisy Ducks typischem Outfit zählen. Sportliche Sneaker, elegante Pumps, elastische Turnpatscheln oder flache Riemchensandalen mit weißen Socken? Da. Nein, das müssen die eleganten Pumps sein. Antwort B. Antwort B. Genau, Daisy Duck hat immer High Heels on. Richtig. Applaus
Sie sind ja ein Quiz- und ein Spielfan. Ja. Was, wo haben Sie Ihre besonderen Stärken? Welches Fachgebiet taugt Ihnen? Ja. Ja, also ich traue mich jetzt nicht laut sagen, aber Musik, glaube ich, steht schon sehr weit oben. Ja, ja, aber und sonst Geografie mag ich ganz gern. Sehr schön. Und da sind Sie bei den Flaggen zu Hause. Flaggen, gell? Sind eine kleine Leidenschaft. Welche Flagge hat zum Beispiel Uruguay? Uruguay ist weiß-blau gestreift und hat eine Sonne drinnen. So und ähnlich daneben, wie Argentinien. Wollte ich gerade fragen, die Argentinien. Aber mehr Streifen. Okay. Was ist noch? Was hat Togo? Das ist auf jeden Fall rot, gelb und grün. Wie es jetzt ganz genau ist, ich glaube, das hat so 5 Streifen. Okay. Ich werde nachschauen. Spielen wir lieber weiter. Schön ist das. Super, ja, spielen wir weiter. Guter Einwand. Frage Nummer 6, 1000 Euro. Wir nähern uns schrittweise der Million. Aus welchem Inselstaat? Okay. Das kann man jetzt eigentlich schon ein bisschen als Geografiefrage werten. Gell? Mhm. Aus welchem Inselstaat im Pazifik wird durch Ändern des letzten Buchstabens eine griechische Insel, deren Wein beliebt ist? Nauru, Tonga, Fidschi, Samoa. Samos gibt's. Dann nehmen wir mal doch die, genau. Jetzt haben wir doch die 2 Tuffel der großen Vollen. Ja, Samoa war ganz hinten. Samoa, genau. War ganz hinten in der Reihe und dadurch hat es ein bisschen länger gedauert. Samos und der Wein heißt auch Samos. Gut. Gott sei Dank. Ja. Togo, zu Ihrer Information, ist grün-gelb gestreift mit 5 Streifen plus weißer Stern auf rotem Grund links oben. Genau. Habe ich gesagt. Ja, voll gesagt. 1000 Euro mal 2 ergibt 2000. Wem serviert Butler James das legendäre Dinner for One? Miss Candy, Miss Sophie, Miss Margaret, Miss Camilla. Das ist die Miss Sophie. Bin ein Fan von Dinner for One. Okay. Antwort B. Dann nehme ich das kommentarlos zur Kenntnis, außer einem Wort, nämlich richtig. Schön. Was kommt als nächstes? Ich bin gespannt wie Sie. Das ist auch interessant. Was steht auf unterster Stufe der Bedürfnispyramide von Abraham Maslow? Das wissen Sie, gell? Schau mal. Nahrung und Schlaf steht ganz unten oder Selbstverwirklichung oder Gefühl von Sicherheit oder soziale Beziehungen. Ja, also diese Bedürfnispyramide kenne ich schon. Und Selbstverwirklichung ist nicht, das ist ganz oben natürlich. Und Gefühl von Sicherheit ist schon wichtig, aber vielleicht nicht so wichtig wie Nahrung und Schlaf. Und soziale Beziehungen sind auch nicht so wichtig wie Nahrung und Schlaf. Würde ich jetzt mal sagen. Ich nehme A, Nahrung und Schlaf. Antwort A, Nahrung und Schlaf. Ja. Ja. Die Maslow'sche Bedürfnispyramide, gell? Physiologische Bedürfnisse stellen die Grundbedürfnisse eines Menschen, wie zum Beispiel Nahrung, Wasser und Schlaf, und sind daher auf der allerersten Stufe in der Pyramide. Richtig? Maslow'sche Bedürfnispyramide. So, wir hätten schon die 9. Frage auftauchen. Ja, schön. Was kommt da daher? Was zeichnet den Brachiosaurus aus, liebe Katrin? Oje. Ein langer Hals, ein Nackenschild, Flügel oder verkürzte Arme? Ja, das kann jetzt alles sein.
Ich habe keine Ahnung und überlege auch gerade, ob ich da den passenden Joker habe. Aber eigentlich nicht wirklich. Jetzt ist die Frage, ob das Publikum da der richtige Ansprechpartner wäre. Aber die brauche ich eigentlich für was anderes. Wissen Sie was? Wir machen jetzt zuerst den 50-50 und dann rufen wir wen an, dann tut sich der leichter. Haben Sie einen Dinosaurier-Spezialisten? Nein, eben aber nicht, darum kriegt er nur zwei. Aber einen Naturwissenschaftler, aber den seine Fachgebiete liegen mehr bei den Sternen und in der Physik. Ja, aber schauen Sie, wenn der das weiß, dann weiß er es mit vier Begriffen ja. Aber wenn er es nicht weiß, dann der rät das mit zwei leichter. Widersprich nie einer Salzburgerin. Ja. Wen rufen wir an? Also nein, 50-50, so haben sie gesagt. Ja? Dann machen wir mal zwei weg. Dann machen wir mal zwei weg, weil vielleicht reicht es ja Ihnen auch schon, wer weiß. Der Brachiosaurus zeichnet sich aus durch einen langen Hals oder durch Flügel. Wir rufen den Josef Eder bitte an. Gut. Der ist ein Freund von Ihnen oder ein Lehrerkollege? Der war ein Kollege. Also ich habe in der Zwischenzeit die Schule gewechselt, aber ist immer noch ein guter Freund von mir und auch eine Spielratte. Okay. Und der freut sich total, wenn man jetzt kann Ihnen auf die Sprünge helfen, ne? Genau. Herr Eder. Meister Eder. Meister Eder ist kein Bläder. Wer ist ein Bunkel? Ich. Eder? Herr Eder, Sie sind in der Millionenshow und ich begrüße Sie sehr herzlich dabei. Ulalala. Ulala, genau. Sehr schön. Die Katrin ist bei mir. Sie hat gesagt, zwei Antwortmöglichkeiten haben wir sofort weg, damit Sie sich leichter tun. Bin eigentlich, was Sie zu dieser Frage sagen werden. Naja. Ich halte mich mal fest. Halten Sie sich an, 10.000 Euro ist die Dotation und die Katrin wird Ihnen jetzt laut, deutlich und dialektfrei vorlesen. Gut. Was zeichnet den Brachiosaurus aus? Ein langer Hals oder Flügel? Ich glaube Flügel, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, kannst du von dem Wort irgendwas herleiten vielleicht oder so? Brachiosaurus? Ja, ja, überleg. Also, ja, jetzt ist es eh gleich aus. Ja, ich würde sagen Flügel. Aber jetzt haben wir nur einen Joker, oder? Ja, aber das ist jetzt ein Blödsinn. Wieso? Weil jetzt eh alle Flügel nehmen. Wahrscheinlich. Wer weiß? Ich kann nur eins feststellen, das Witschinger ist kein schlechter Joke. Ja, ich bereue es total. Ja, das sollen Sie auch ein bisschen. Absolut. Oder hätte man können die Frage sogar jetzt noch austauschen. Hätte man können. Ja, mit dem Switchinger. Das ist natürlich richtig. Er ist sich nicht sicher und sagt Flügel. Ja, er ist sich nicht sicher und sagt Sie haben überhaupt keine Meinung? Keine Meinung. Aber ich vertraue dem Josef und nehme die Flügel. Und verzichten auf die finale Absicherung durch den Publikumsjoker. Ja. Den finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Wickelnd, okay. Aber wahrscheinlich, ja. Wie jetzt? Nein. Was? Wir zocken. Das Einzige, was ich mir vorgenommen habe, dass ich nicht tue, ist zocken und das tun wir jetzt. Okay. Sie nehmen also Antwort C. Ja. Flügel, okay. Den Brachiosaurus, also der andere, der mit den kurzen, das ist der Tyrannosaurus Rex. Den Brachiosaurus zeichnet aus, dass er langen Hals. Ah! Der langen Hals, ja. Der Brachiosaurus hat einen langen Hals, liebe Katrin, und Sie um 500 Euro. Leider ist nicht mehr geworden. Leider ist nicht mehr geworden, aber ich hoffe, Sie haben ein bisschen Spaß gehabt. Danke vielmals.
Und selbstverständlich auch Ihnen einen guten Rutsch um ins neue Jahr. Ja, und gesund bleiben. Bitte schön. Zwei Damen schon in der Mitte gehabt. Was ist mit den Herren der Schöpfung? Was ist mit euch? Seid sehr höflich, muss ich sagen. Sehr höflich, löblich, aber man könnte schon, gell? Als Mann auch spielen. So ist nicht. Sehr gut. Jetzt haben wir für euch Folgendes: Treffel, Pik, Kör, Karo oder wie es bei deutschen Spielkarten heißt. A Kreuz, B Herz, C Karo, D Pik. A Kreuz, gefolgt von D Pik. B Herz, C Karo, ergibt A, D, B und C. Ingeborg, die nächste Dame in der Lage, schätze, nur Frauen, bitteschön. Ingeborg, haben Sie schon bemerkt, diese tolle Disco-Kugel, die da oben uns beiden hängt? Ja. Das ist sehr lässig, aber wenn ihr da hinten steht, da immer schwarz zu sehen, wer der Schnellste ist. Deswegen habe ich jetzt noch so lange gebraucht, bis ich Sie erkannt habe. Aber können Sie mir bitte verzeihen? Schon verziehen. Danke, sehr lieb. Sehr lieb, bitte. Danke. Ingeborg Werner Dutschku aus Dahlheim bei Wels. Ärztin sind Sie, okay, und zwar bei der Sozialversicherung, gell? Genau. Chefärztin. Haben Sie? Zwei Söhne, eine Tochter und Sie haben einen grünen Daumen. Zeigen Sie mir den her, bitte. Badedaumen. Sie sind eine Gartenprinzessin par excellence, oder? Eine passionierte Gärtnerin, ja. Ja. Jede freie Minute im Garten. Nein, jetzt wollen wir es nicht übertreiben und um die Zeit schon gar nicht, aber ist ja klar. Im Frühling und im Sommer. Ja. Ja. Fühlst du? Wie oft haben Sie einen großen Garten daheim? Ja, fast 1000 Quadratmeter. Oder geht was weiter? Und ist es der Garten für intelligente Faule? Ja. Sehr gut, ganz wichtig. Sonst kommst du mit dem Schneiden nicht nach, gell? Bitte? Sonst kommt man ja mit dem Schneiden nicht nach im Frühjahr und im Herbst. Das ist ja das ist richtig. Ein fester Joch. Also, mein Nachbar schimpft immer ein bisschen, es wäre wie ein Dschungel. Gut. Sie bauen Komposter selber, Sie kochen Früchte ein, machen Marmelade. Ja. Sie gehen gern auf Flohmärkte, Secondhand-Geschäfte. Sehr schön. Ja. Mitgekommen und dort hinten oben sitzend, das ist der Valentin, Ihr Sohn und Student. Lieber Valentin, servus. Ingeborg, wie tun wir zwar vor den Augen Ihres Sohnes? Wie wollen Sie spielen? Auch mit drei Jokern. Gut. Frage 1. Los geht's. Also, was blüht gelb, Ingeborg? Senf, Ketchup, Honig, Mayonnaise. Senf. Richtig. Worüber diskutieren Fußballfans leidenschaftlich? Wochenmarkt, Transfermarkt, Bauernmarkt, Supermarkt. B-Transfermarkt. Ja. Die Klimazone, in der sich Österreich befindet, nennt man allgemein diplomatisch, kompromissbereit, gemäßigt oder bescheiden? Gemäßigt. Gemäßigte Klimazone, ja. Sieht man sich im Kino einen Film mit dem Zusatz OMU an, schaut man die Originalversion mit Urheberrecht, Unschärfe, Unterbelichtung oder Untertiteln? Untertiteln. Gut so. Und Frage 5. Ein Dessert für echte Schokoladefans. Für echte Schokoladefans ist das sogenannte Volcano Crumble,
Magma Pie, Lava Cake oder Crater Dumpling? Ich glaube, das ist C. Der Lava Cake. Ja. Lava Cake. Hat er nicht so Schokolade drin, wenn man ihn aufmacht? Antwort C. Wie sehr glauben Sie daran? Ja, schon durchaus. Durchaus, dann nehmen wir es. Dann nehmen wir Antwort C. Wenn Sie durchaus daran glauben, Schokoladeküchlein mit flüssigem Kern, meist jedenfalls aus Schokolade. Richtig, Lava Cake. Ja. Durchaus absolut richtig. Fotobeweis. Na gut. Genau, da hätte mir jetzt meine Tochter geschimpft, wenn ich es nicht gewusst hätte. Okay. Ich gehe in die Hotelfachschule. Ach so. Lava Cake und Obensiedle mit einer Kugel Eis dazu, ja. Gell? Herrlich. Nächste Frage. Da geht es um dieses Thema. Die intensive Bindung zwischen Mutter und Neugeborenen bezeichnen Psychologen als Jamesing, Bonding, Ethaning, Hunting. Aha, jetzt verstehe ich ja. Gut. B-Bonding. James Bond, Ethan Hunt, genau. Gell, steckt da drinnen. Bonding nennt man das. Ja. To bond, Englisch für etwas binden oder verbinden. Ja. Genau. Bond, richtig. Dann, was finden Arachnophobiker zum Gruseln? Spinnen. Mächtige Geweihe, acht Beine, schuppige Panzer oder klebrige Zungen? Acht Beine. Acht Beine, nämlich die von Spinnen. Die haben acht Beine. Die Arachnophobie ist die Spinnenangst, gell? So ist es. Frau Doktor, bringt Sie irgendwas aus der Fassung? Ja. Valentin, warum hast du jetzt gelacht? Was bringt die Mama aus der Fassung? Normal ist recht ruhig. Also ist die Ruhe in Person für normal. Frage 8. Und dann haben wir schon die Hälfte der Fragen erreicht. Beim Gehör sind wir noch weit weg von der Hälfte. Der von Thomas Stipsitz erfundene Gruppeninspektor Sivkovic ermittelt nach der Kopftuchmafia nun im Krimi, Schilcher-Komplott, Mostintrige, Uhudler-Verschwörung oder Sturmmanipulation? Thomas Stipsitz ist Ihnen ein Begriff, oder? Bitte? Der Thomas Stipsitz ist mir ein Begriff, ja, ist mir ein Begriff. Aber Mostintrige klingt richtig blöd. Sturmmanipulation kann ich mir auch nicht vorstellen. Die Uhudler-Verschwörung, ja, die gibt's theoretisch. Das Schilcher-Komplott. Puh. Nehmen wir mal einen 50-50-Joker. Und was hoffen Sie dann, dass was stehen bleibt? Welche Begriffe sollen da bleiben? Der Schilcher-Komplott und die Mostintrige. Die sollen da bleiben? Oder die sollen verschwinden? Ich möchte gerne wissen, worauf Sie spitzen. Ja. Na, dass die ganz, oder die Sturmmanipulation, dass die ganz bläden. Weg sind. Nein. Da bleiben. Und auch gescheit stehen bleibt. Ja. Warten Sie, lass mich noch ganz kurz nachdenken. Wir können es eh nicht beeinflussen. In 50-50. Kopftuchmafia. Das ist meine Freundin, was? Nehmen wir mal einen 50-50-Joker. Okay. Oh. Mostintrige oder Uhudler-Verschwörung? Dann nehmen wir die Uhudler-Verschwörung. Antwort C. Soll ich Sie fragen, warum Sie das nehmen jetzt? Weil Mostintrige sehr blöd klingt und beim Uhudler hat es ja wirklich Probleme früher gegeben. Der war ja sehr lange verboten als Direktträger.
bis die EU dann irgendwann einmal ihn doch erlaubt hat. Es ist aber noch nicht allzu lang her. Okay. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das einen Sinn macht. Ja, das ist ein schöner Denkansatz. Antwort C, Uhudler-Verschwörung. Ich muss ehrlich sagen, diese Erklärung von Ihnen gefällt mir sehr gut. Die gefällt mir sehr gut. Hoffentlich stimmt's auch. Die gefällt mir so gut, dass sie von mir sein könnt. Richtig. Super. Sehr gut. Thomas Stipsitz ist ja genial unterwegs zurzeit. Er hat so lässige Kabarettprogramme bei Tatort, hat auch mitgespielt, hat jetzt aber aufgehört im Herbst. Legendär ist ja, wenn der Thomas Stipsitz an Betrunkenen nachmacht. Ich schaue leider sehr, sehr wenig fern. Ja, weil sie immer im Garten sind. Aber jetzt im Winter ist sie nicht so mit dem Garten, ne? Nein, nicht, aber da lese ich lieber. Ach so, okay. Aber nicht das. Ja. 10.000 Euro gibt es jetzt. Ingeborg, Telefonjoker noch da und Publikumsjoker noch da. Mhm. Something Stupid wurde 1967 zum großen Hit von Frank Sinatra und seiner Tochter, Mutter, Schwester, Tochter, Cousine. Tochter. Sie. Wie hat die Tochter geheißen? Oder wie heißt sie? Nancy. Mhm. Antwort C. Tochter, absolut richtig, Ingeborg. Sehr schön. Und weil es jetzt so schön ruhig und beschaulich ist, eigentlich eine super Nummer, gell? Das ist eine super ja, Nummer von den beiden. Schön, die gefällt mir und bald einmal Silvester ist, da könnte man doch sicherlich sich jetzt einen Gusto holen und dann in der Silvesternacht vielleicht zu der Musik dazu tanzen. Bitte Band ab! I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Sehr schön. Frank Sinatra und Nancy haben das Lied gesungen. Wirklich schön. Gar nicht gewusst, dass das schon im 67er Jahr war. Boah. Ah, 53 Jahre ist das schon her. Gut, Ingeborg. Frage 10. Ja. Auf alle Fälle. Sicherheitsstufe, da wollten Sie unbedingt hin. In Österreich gibt es Bundesländer. Kroatien gliedert sich verwaltungstechnisch in Gespanschaften. Okay, Sie sehen, Gespanschaften nur mit einem N, gell? Der Fiakerschaften mit CK, Kutschenschaften oder Droschkenschaften? So lieber Himmel. Ja, das kann ich jetzt laut sagen. Kutschenschaften. Sind Sie eine Kroatien-Urlauberin? War ich gelegentlich. Aber ich bevorzuge den Norden. Den Norden von Österreich oder von Europa? Den Norden von Europa. Da möchte ich jetzt einen Joker anrufen. Ja, jetzt telefonieren wir. Wen denn? Den Herrn Rudolf Max Federmeier. Rudolf Max Federmeier, der ist wohnhaft auch in Dahlheim bei Wels. Nein, in Wels. In Wels direkt, gut. Ums Eck. Was macht er beruflich, der Rudolf? Er ist in Pension, aber er war Lehrer für Geografie unter anderem. Aha, interessant. Ja, gut. Federmeier, guten Tag. Herr Federmeier, grüß Gott, so kurz vor dem Jahreswechsel. Freut es mich besonders, dass ich Sie in der Melone schon begrüßen darf. Herzlich willkommen noch einmal. Die Ingeborg braucht jetzt ganz dringend Ihre Hilfe. Die Ingeborg braucht Ihre Hilfe. Bitte gern. Deswegen haben wir Sie auch angerufen, logischerweise. 15.000 Euro, das ist Frage 10, eine Sicherheitsstufe. 30 Sekunden Zeit zum Rennen, bitteschön.
Hallo Rudi, in Österreich, hallo in Österreich gibt es Bundesländer. Kroatien hingegen gliedert sich in verwaltungstechnisch in Gespanschaften, Kutschenschaften, Fiakerschaften, Droschkenschaften. Gespanschaften, Fiakerschaften, Droschkenschaften, Kutschenschaften. Also ich würde sagen Gespanschaften, aber ich habe keine Ahnung in Wirklichkeit. Okay, danke. Ja, viel Spaß noch. Wiederschauen. Ja, ich nehme die Gespanschaften, alles andere. Alles andere klingt blöd. Antwort A. Ja. Wenn Sie das sagen, Ingeborg, gut, ja. Gespanschaften. Auf Kroatisch nennt man diese Verwaltungseinheiten, was haben Sie denn? Županje. Županje. Mhm. Das heißt auf Deutsch so viel wie Gespanschaften? Das hätten Sie gern, gell? Ja, das hätte ich richtig gern. Ja, Gespanschaften. Passt doch. Es gibt inklusive der Stadt Zagreb 21 Gespanschaften, eben Županje. Mhm, habe ich noch in nie Kroatien. Gehört. Ja. Ingeborg, mit 15.000 Euro, was tun wir denn da? Kaufen wir ein 5 Sackeln Gartenerde? Nein, da kaufen wir neue Therme. Die alte tut schon immer ganz so, wie ich das gern hätte. Ja, aber um 15.000 geht sich das leicht aus, ne? Ja, da geht sich noch was Extriges auch noch aus. Ja, irgendeine Scheibdrogen für den Garten, oder? Die habe ich schon. Ich würde lieber eine tolle Reise machen. Wenn es denn wieder schön möglich ist. Publikumsjoker ist noch da. Ja. Der Falte, Valentin. Bei uns in Kärnten sagen wir zum Valentin immer Falte, Entschuldigung. Außer gut, Valentin ist noch da. Und ja, Frage 11. Selbstverständlich auch da für Sie, Ingeborg. No, sowas könnten Sie vielleicht auch noch wissen. Zu den ältesten kultivierten Getreidesorten zählt der jetzt wieder vermehrt bei uns angebaute Lisa, Paula, Maria, Emma. Das ist D, der Emma. Sagen Sie mal was dazu. Kenne ich nicht. Ich schon. Danke. Gibt mir jetzt so im Bioladen gibt es jetzt die Emma-Weckerl zum Kaufen. Und aha. Okay. Antwort D. Ja. Sehen Sie, so schön haben Sie jetzt an 30.000 Euro verdient. Was? Wahnsinn. Immer richtig. Sehr gut. Jetzt raschelt's. 75.000. Da können wir sich bald eine neue Therme anschaffen mit noch ein bisschen drumherum, nämlich Badezimmer oder so. Ja. Je nachdem, wo die Therme steht. Und nicht zu unterschätzen, Publikumsjoker. Ja. Den haben wir natürlich auch noch im Gepäck. Also, 75.000 Euro für Ingeborg Werner Dutschko. In welchem heutigen Land soll nur eines der 7 Weltwunder der Antike erbaut worden sein? In welchem heutigen Land soll nur eines der 7 Weltwunder der Antike erbaut worden sein? Okay, Irak haben wir da. Türkei haben wir da, Griechenland haben wir da, Ägypten haben wir da. Irgendeine Vorstellung, also, wie diese 7 Weltwunder der Antike geheißen haben, wo ja, man der die Koloss von Rhodos. Koloss von Rhodos war dabei. Da haben wir schon mal. Dann die. Die Pyramiden von Gizeh, die hängenden Gärten von irgendwo in der Türkei, glaube ich. Semiramis, oder wie heißt das? Genau, Semiramis, ja. Das klingt sehr türkisch. Im Irak fällt mir jetzt nicht massiv was ein. Jetzt haben wir den nur für Weltwunder. Die meisten gibt es ja schon nicht, längst nicht mehr. Thank you.
Ja, ich brauche meinen letzten Joker auf. Bitte sehr. Schauen wir mal, ob das Publikum da mehr weiß als ich. Na, das werden wir gleich feststellen. Frage 12, 75.000 Euro für Ingeborg aus Dahlheim bei Wels. Wie schaut's aus, meine Damen und Herren? In welchem heutigen Land soll nur eines der 7 Weltwunder der Antike erbaut worden sein? A. Irak, B. Türkei, C. Griechenland, D. Ägypten. Weil die 7 Weltwunder einmal wüsste, gell? Ja, ja, ich könnte man sich grad, das irgendwie versuchen zusammenzureimen. Mhm. Schauen wir mal, welche Tendenz uns das Publikum vorgibt. 46% tippen auf den Irak. 22, 10. Na ja, gar so eindeutig schaut das jetzt da nicht aus. Mhm. Und heute hat das... Unter der magischen 50%-Grenze, gell? Ja. Jetzt überlege ich gerade mal, was gibt es denn für Weltwunder? Wissen Sie was, ich höre auf. Ich bin sehr glücklich mit 30.000 Euro. Fall mir einen Haxen aus. Bitte nicht. Sie freuen sich einen Haxen aus. Gut, liebe Ingeborg, wir gratulieren alle zusammen mit einem kräftigen Applaus zu 30.000 Euro. Wunderbarer Gewinn. Vertrauen Sie den 46%? Nicht wirklich, aber ich würde es jetzt natürlich einloggen, okay. Was das meiste ist. Schauen wir nach, was so. Ui, Ingeborg, das hätte gestimmt. Wirklich, wahr? Ja, die hängenden Gärten der Semiramis ja. Würden sich im heutigen Irak befinden. Ah, alle anderen Länder besaßen jeweils 2 Weltwunder. Die Ägypter haben wir gehabt, die Ruinen von Gizeh und die Hafeneinfahrt oder was von Alexandria war da ja. Mhm. Die Griechen haben den Koloss von Rhodos gehabt. Was haben wir da noch da? Ah, und die Zeus-Statue, genau. Und in der Türkei? Artemis-Tempel und Grab des Königs Mausolos. Ich muss gestehen, da wäre mein Wissen zu klein gewesen, als dass ich da wirklich irgendwas ausschließen hätte können. Schauen Sie, 2020 ist in 3 Tagen vorbei. Es war kein leichtes Jahr. Ja. Jetzt haben Sie wenigstens da noch ein schönes, positives Buscherl gekriegt. Danke, bitte. Gratuliere. Rutsch es gut um, gell? Los es krachen. Bitte schön. Wiederschauen. Die letzte Auswahlaufgabe dieses Jahres, davon gehe ich aus, lautet wie folgt. Erinnern Sie sich zurück an die 1980er Jahre. Neid, Ghetto, BMX und Schulter. A. Rad, B. Reiter, C. Blaster und D. Polster. Jetzt bin ich neugierig. So, der Knight Rider, Michael Hasselhoff. Na, wer ist der geschrieben? Hast du Michael Hasselhoff? David Hasselhoff, danke. Ghetto Blaster, Eklor, BMX Radl und die mächtigen Schulterpolster. B, C, A und D. Thomas rettet die Ehre der Männer. Bitte, Thomas. Thomas Wahl aus Gümpelskirchen tritt jetzt in diese Quiz-Arena ein. Gümpelskirchen, das ist ja eine Weingegend, oder? Ja. Ich bin ein Zugraster. Ach so, von wo sind Sie? Aus Bad Ischl, Salzkammergut. Ah, Salzkammergut. Ich entwickle einen Geschmack für den Wein, also es wird. Das lässt sich dort auch nicht vermeiden, gell, wenn man in der Gegend lebt. Gell? Nein. Die Liebe hat sich dorthin getrieben. Ja. Sehr schön. Sie sind Fachreferent bei der Österreichischen Bundesbahn. Was heißt Fachreferent? Ja, das ist ein bisschen verkürzt dargestellt. Also ich bin bei der Infrastruktur, es gibt bei Bauprojekten, gibt es verschiedene Fachreferenten für verschiedene Themengebiete. Mhm. Und ich bin Fachreferent für Öffentlichkeitsarbeit. Also wir machen die. Also Sie wissen, wie man redet? Theoretisch. Sie wissen, wie man redet, wie man Dinge verkauft der Öffentlichkeit. Gut. Sie sind auch Amateurkomponist.
verheiratet, auch noch Klavier spielen tun's gern, Klarinett, Musikkapellen, also ein sehr musikalischer, kreativer Mensch. Sprachen lernen ist ein Hobby von Ihnen, na bitte. Und was, ach, der Satz gefällt mir, Sie sind lieber auf Wikipedia unterwegs. Also auf den Bergen. Hinten oben hat jetzt Platz genommen mittlerweile Bianca, oder? Ja. Weil da steht Beyoncé bei mir, aber Bianca. Beyoncé, nein. Nein, wird Bianca heißen. Bianca, servus Bianca, grüß Gott, herzlich willkommen. Gut. Ich habe schon ganz schön zittern lassen, glaube ich. So, lieber Thomas, füßmäßig sind Sie der Letzte jetzt im Jahre 2020. Sind Sie einer, der den Switch-Joker strapazieren wird oder nicht? Nein. Sind Sie auch nicht? Gut. Bereit? Jedenfalls. Immer so schön die Disco-Kugel. Wer von seinen Gefühlen ergriffen wird, ist Thomas, der ist was? Der ist geschüttelt, der ist gemixt, der ist gesiebt, der ist gerührt. Der ist gerührt. Er ist gerührt, so ist es. Pippi Langstrumpfs Vater, der als Kapitän über die Weltmeere fährt, ist ein typischer Flusskrebs, Deichfrosch, Seebär oder Bachsaibling? Ein Seebär. Jawohl. Dann, die Tageseinnahmen in einem Geschäft nennt man auch Deckung, Witterung, Äsung oder Losung. Das müsste die Losung sein. Das müsste die Losung sein. Ja, bin ich auch Ihrer Meinung. Antwort D. Ja, stimmt, Gott sei Dank. Aber ist nicht beim Jagern, wissen Sie, das... Ja, das was die Rehe hinterlassen. Das Gackerl für Sackerl sozusagen. Ja. Ist das nennt man doch auch Losung, gell? Ja. Ja, genau. Welches Gericht enthält keine Innereien? Milzschnitten, Leberknödel, Lungenbraten oder saure Nieren? Das ist der Lungenbraten. Mahlzeit? Gut. Dann für Sie. Beim aus Skandinavien stammenden Skijöring lassen sich Skifahrer unter anderem von Pferden ziehen, Ochsen treiben, Hunden suchen, Schlangen beschwören. Von Pferden ziehen. So ist es. Beim Skihöring wird der Skifahrer eben von einem Pferd gezogen. Es kann aber ein Schlittenhund sein oder ein Auto, ein Skido zum Beispiel oder wie gesagt ein Auto. So ist die Originalform hinten hinterm Pferd noch. Ist recht lustig. Haben Sie schon mal probiert? Ich hatte der Opa durch den Garten gezogen früher. Oder von einem Opa kann man sich auch ziehen lassen. Gell? Schön. Frage 6, lieber Thomas. Bei uns geht das zügig dahin, gell? Nicht so wie bei der ÖPP. Ich bin Infrastruktur. Ja, genau. Zügig fahren. Das geht zügig so. Welches Land ist als bislang letztes der EU beigetreten? Bulgarien, Malta, Kroatien oder war das Liechtenstein? Na, da haben wir schon. Ja, aber eins können Sie schon ausschließen, oder? Naja, Liechtenstein und Malta sind, glaube ich, schon länger dabei. Bulgarien. Liechtenstein ist bei der EU? Ach so, Blödsinn. Sie schreiben die Geschichte Europas gerade neu. Ja, gut, dann ist. Ja. Ist dann aber auf jeden Fall auch nicht richtig. Ha. Bulgarien ist nicht richtig. Nein, Liechtenstein. Okay. Bin ich völlig verwirrt. Welches Land ist bislang als bislang letztes der EU beigetreten? Da müssen wir mal zuerst wissen, wer schon alle dabei ist. Das naja, einen haben wir schon ausgeschlossen, wer es nicht ist, ne? Ja. Ha, das geht aber bald los. It's Joker Time. Jetzt schon, na gut. Probieren wir mal den 50-50. Und hoffen wir, dass hoffen wir, dass das richtige bleibt, überbleibt, ja. Okay. Malta oder Kroatien? Welches Land trat als bislang letztes der EU bei?
Ich... Sozusagen das jüngste Mitgliedsland der EU suchen wir. Das müsste dann Kroatien sein. Müsste doch Kroatien sein. Einloggen. Ach, da denkt man sich immer, es ist so eigentlich relativ easy. Auch dort drüben ist es noch relativ easy, aber... Aber diese sechs Schritte daher, gell? Ja, die sind... Die Welt schaut ganz anders aus. Die Welt schaut ganz anders aus. Ja, auch wenn es peinlich ist, ich glaube, ich werde anrufen, und zwar die Tamita. Die muss das wissen. Die Tamita Pressl? Ja. Wieso weißt du das? Die ist Journalistin und beschäftigt sich auch mit Politik sehr viel. Und nein, also wenn die das nicht weiß, dann... Wer dann? Und Sie sind überzeugt, dass Sie einen Telefonjoker jetzt brauchen? Naja, Malta... Es sind doch als letztes sind irgendwelche Länder da in diese östliche Richtung beigetreten. Mhm. Eigentlich muss es Kroatien sein. Wie groß ist der Mut? Bei Ihnen, meine ich. Ich würde gerne den Blick meiner Frau sehen, aber, oder auch lieber nicht eigentlich. Nein, nehmen wir Kroatien. Was jetzt? Der Mieter? Oder Kroatien? Kroatien. Antwort C, Kroatien. Bulgarien ist 2007 der EU beigetreten. Liechtenstein, wie wir gelernt haben, ist kein EU-Mitglied. Rausschneiden. Auch wenn man in Gumpolskirchen vielleicht anderer Meinung ist. Kroatien trat 2013 bei und Malta 2004, somit ist Kroatien die richtige Antwort. Gott sei Dank. Und jetzt wird's besser. Ich hab schon auf 2014 gewartet. Aha. Nein, so gemeint bin ich dann auch wieder nicht. Siebene Frage, Thomas. Die Biene heißt auf Englisch Bee, der Käfer Beetle und die Grille? Cricket. Schauen wir mal. Curling, Soccer, Hockey, Cricket? Cricket. Cricket, Antwort D, wunderbar. Wir haben schon 2000. Ich bin froh, dass die EU-Frage schon erledigt ist. Ja. Vielleicht gucke ich noch was anderes, was Ihnen schicht. Was taugt Ihnen oder wovor fürchten Sie sich noch? Fürchten? Puh, Gossip. Wer hat wen geheiratet? Oder warum? Wer hat welches Album ausgebracht, weil ich das nicht mitkriege? Ja, nein, nicht das. Wer hat wen geheiratet und warum? So wie gemeint. Ach so, ja, und warum? Nicht, warum ja. Sie vor dem Angst haben. Okay, also schauen wir, ob das daherkommt. Frage 8. Vielleicht ist es jetzt schon soweit oder später oder gar nicht. Wer sorgt in manchen Gotteshäusern für Ruhe und Ordnung? Der Domschweizer, der Kirchengrieche, der Kathedralenschwede oder der Kapellenpole? Das ist der Domschweizer. Können Sie das mir erklären? Ich habe das gerade, also erstens mal gibt es die Schweizer Garde, ich weiß nicht, ob sie das von dem ableitet, aber ich habe das gerade letztens irgendwo, ich glaube, ich habe mit meiner Frau Trivial Pursuit gespielt oder so. Und dann war die Frage, wie nennt man, das ist irgendwo vorgekommen. So ähnlich. Und da war Domschweizer. Der Schweizer, nicht Domschweizer, so. Aber nur der Schweizer als okay. Ordnungshüter in der Kirche. Okay. Und daher leiten Sie das jetzt ab. Antwort ja. A, Domschweizer. Ja. Also, eingeloggt? Ja. Einloggen? Gut. Wie ich das gelesen habe, Domschweizer war sofort irgendwie assoziiert zur Schweizer Garde unten im Vatikan. Gell? Der Begriff stammt aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Damals zogen ehemalige Soldaten aus der Schweiz. Aus der Schweiz ins Ausland, um dort an den Höfen als Wachpersonal zu arbeiten. Schweizer galten als sehr zuverlässig, steht da. Galten. Also ob es heute immer noch als zuverlässig gelten. Wo steht halt galten? Gibt es auch im Salzburger Dom übrigens in Österreich. Ja, richtig ist es, Thomas. Richtig ist es. Schön. Jetzt. Aber jetzt, ich hab ein bisschen gell? Ja. Frage 9. Wir nähern uns der 10er Sicherheitsstufe.
lesen. Wie heißt die weibliche Hauptfigur in der Millennium-Trilogie? Cersei Lannister, Lisbeth Salander, Bella Swan, Anastasia Steele. Sie merken, ich bin total firm mit diesen Damen. Gut, also Millennium-Trilogie, ist es die von Dan Brown? Fragen Sie mich das jetzt oder ist es eine rhetorische Frage? Eine rhetorische Frage. Also A und C ist es jedenfalls nicht. Weil A ist Game of Thrones und C ist Twilight. Was ist C? Was ist C? Na, oder? Na, sagen Sie. Twilight. Ah, Twilight, okay. Dann haben wir noch B und D übrig. Ich sage jetzt nichts. Ich glaube, ich lasse das Publikum da. Irgendwer wird das sicher gelesen haben. Mhm. Lass ich da drüber schauen, bitte. Publikumsjoker. Jo. Alles klar. So, wie heißt sie, die weibliche Hauptfigur in der Millennium-Trilogie? A. Cersei Lannister, B. Lisbeth Salander, C. Bella Swan oder D. Anastasia Steele? Millennium-Trilogie. Sie sagen, das ist von Dan Brown. Büdemeier? Der Dan Brown hatte dieses Sakrileg, oder weißt du das? Mhm. Ja. 72% Lisbeth Salander. Ja, dann ist es gut, dass ich gefragt habe. Ich hätte sonst D genommen, aber ich vertraue. 72%, das ist halt jetzt einmal zur Abwechslung eindeutig, glaube ich. Das ist einmal sehr relativ. Relativ sehr, sehr. Ja. Relativ absolut eindeutig. Gut. Also, na, bedanken tut man sich nachher. Also, bitte B. Antwort B. Gut. Okay, gespielt wird die weibliche Hauptfigur in der Millennium-Trilogie von der Noomi Rapace in den schwedischen Filmen, Rooney Mara im US-Remake und Claire Foy in der Fortsetzung der Trilogie Verschwörung. Lisbeth Salander, richtige Antwort. Danke, danke. Gut, wir springen. Bianca, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Schauen wir mal. Ja, Sie sind ein bisschen weiß jetzt geworden im Gesicht, aber... Das kommt vom Namen. Stimmt. Sie ist immer kasig. Okay, Frage 10. 15.000 Euro, Einsteck Daumen drücken, bitte. Telefonjoker ist ja auch noch da, Thomas. Den ersten größeren Erfolg in den UK-Charts landeten die Rolling Stones 1963 mit ihrer zweiten Single, geschrieben von, wissen Sie das? Na. Okay. Geschrieben von Lennon und McCartney, von Freddie Mercury, von Bob Dylan oder von Leonard Cohen. Jetzt brauche ich meinen Ersatz-Telefonjoker. Der wisst das aus dem Stegreif. Mhm. Aber ich glaube, für das rufe ich meinen Schwiegerpapi an. Der Schwiegerpapa? Ja. Der Christian Betz. Das ist der Christian Betz. Ja. Hm? Der muss das wissen. Warum? War er bei den Stones Gitarrist? Vielleicht. Nein. Der verfolgt die Charts und alle Charts, glaube ich, UK. Wirklich? Jedenfalls. Alle, die es gibt, echt? Und zwar im Teletext, und das schon seit Jahrzehnten. Na. Also, okay, da bin ich gespannt, ob er das war. Schauen wir mal. Eine passende, also, super. Wenn es wer weiß, dann er. Okay. Oh, so haben Sie ein gutes Verhältnis zum Schwiegervater, zur Schwiegermutter? Perfekt, alles wunderbar. Sie können ja nichts anderes sagen im Fernsehen. Herr Betz, der Armin Assinger spricht da. Grüß Gott. Grüß Sie. Wie geht's Ihnen? Danke, gut. Das höre ich gern. Der Thomas setzt jetzt große Hoffnungen in Ihr umfangreiches UK-Charts-Wissen. Freue ich, na schauen wir. Das sich in den letzten Jahrzehnten bei Ihnen angesammelt hat, lieber Herr Betz. Mhm. Es geht um 15.000 Euro für einen Schwiegerbub und somit auch um 15.000 Euro für Ihre Tochter. Also, genau. Bitte genau hinhören, ist ein bisschen eine längere Fragestellung. Geht's gut mit der Zeit um? 30 Sekunden sind schnell vorbei. Lieber Thomas, lieber Christian, ihr seid dran.
Den ersten größeren Erfolg in den UK-Charts landeten die Rolling Stones 1963 mit ihrer zweiten Single, geschrieben von Lennon und McCartney, Freddie Mercury, Bob Dylan oder Leonard Cohen. Zweite Single, Stones, wer hat's geschrieben? Lennon und McCartney, Freddie Mercury, Bob Dylan oder Leonard Cohen? Also Freddie Mercury sicher nicht, aber viel später. 5 Sekunden. Leonard Cohen würde ich wissen, einen von den beiden anderen. Freddie Mercury war später, Leonard Cohen täte wissen, Lennon und McCartney oder Bob Dylan, lieber Thomas. Das ist jetzt schwierig. Ich würde mal theoretisch sagen, gut, mein Musikgeschichte-Wissen ist jetzt auch nicht gerade das. Also, in dem Fall. Ich würde aber jetzt, ohne mich blamieren zu wollen, sagen, dass zu dieser Zeit die Beatles noch nicht den großen Durchbruch gehabt haben. Und deswegen? Deswegen könnten sie da vielleicht noch für die Stones was geschrieben haben. Mhm. Wenn der Bob Dylan groß war. Ich meine, 15.000 waren schon schön. 15.000 waren schön, weil dann natürlich die Chance auf 30.000 weiterlebt, gell? Ja. Oder auch da ist, weil der Absturz nicht möglich ist. Ja, wenn man einen Switchinger hätte. Wenn man einen Switchinger hätte, gell? Ja. Der Switchinger ist ein Asinger seiner, der Switchinger. Ist der Bob Dylan Brite? Was ist der Bob Dylan? Ist der Bob Dylan überhaupt Brite? Weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Ach, das weiß ich auch nicht. Ich weiß aber, wie der Bob Dylan wirklich geheißen hat. Wissen Sie das auch? Robert Dylan? Nein, keine Ahnung. Nein? Robert stimmt, klar. Nein. Aber ich sag's Ihnen später. Als Belohnung. Leonard McCartney 1963 oder Bob Dylan 1963 für die Stones. Ach. Die zweite Single geschrieben, Thomas. 5.000 Euro könnten Sie sich noch schnappen und dann die Chance auf 30.000, die natürlich dann besonders gut lebt. Oder es ist falsch und Sie fallen auf 9er oder um 9.500 Euro zurück. Ich bin ja jetzt da. Ja, Sie sind da. Ich bin jetzt einmal da und dann bin ich nie wieder da. So ist es, so ist es. Wir sehen uns vielleicht irgendwann einmal, wenn ich in Gumpels gehe und bin zufällig. Beim Heurigen, ja, das. Beim Heurigen. Werden Sie mir dann auch nicht 15.000 schenken? Nein. Ach Gott. Aber ich lade Sie auf ein Achterl ein, vielleicht. Ach, das war super. So, was machen wir? John Lennon, Paul McCartney oder Bob Dylan? Oder aussteigen? Gut, nehmen wir's. Gehen wir heim. Ja. Wie schaut es prozentuell aus bei Ihnen? Ich möchte ein bisschen grillen. Ja, rein instinktiv würde ich auch nehmen. Und ich kann mir nicht. Der Bob Dylan, der ist doch auch später gekommen. Der war doch nicht 63. Warum hätte der 63 für die Stones was schreiben sollen? Immer gut, warum hätten es Lennon und McCartney nicht tun sollen? Aber die hat es damals immerhin schon gegeben in der Formation. Gut, den Bob Dylan wird es in seiner Formation auch geben. Ich weiß, dass Ihnen die Frage wehtut. Ja. Sie sind zwar, was sind Sie für Jahrgang? 91. Das war eine lange, lange Zeit vor Ihrer Geburt. Gell? Ja. Aber nachdem Sie ja eine besondere Affinität zur Musik haben. Gell? Ja, wenn es ein Beethoven-Frage gewesen war oder sonst was. Ja, das sind dann Schmerzen, wenn es irgendwas ja, mit Musik ist. Schmerzen, vor allem weil ich gesagt habe, ich zock nicht. Ja, das haben auch schon viele von Ihnen gesagt und haben es dann getan. Nein, nehmen wir mal 10.000, ist mehr als 500. 10.000 ist mehr als 500. Ein wahres Wort zum Schluss gesprochen, Thomas. Jo. Gratulation. 10.000 Euro. Durch sind wir. So, ich gehe davon aus, dass Ihr Tipp Lennon und McCartney lautet. Jo. Gell? Dann werden wir das einloggen und dann werden wir aber nicht gleich auflösen, sondern mittels Musikeinspieler uns anhören dieses Lied. I wanna be your man, so heißt die Scheibe. Variante 1.
Das waren die Stones, ne? Und das sind die Beatles, oder? Somit wäre die richtige Antwort Lennon und McCartney gewesen, Thomas. Auwe. Ja, auwe, bitte schon in Relation setzen. 10.000 Euro ist ja nicht so schlecht. Joi. In einer halben Stunde verdient. Super, Thomas. Gratuliere. Und selbstverständlich einen guten Rutsch um ins neue Jahr. Bitte schön. So kann man sich täuschen. Es geht sich also doch noch ein Kandidat oder eine Kandidatin aus. Also schnell ans Werk, die Auswahlaufgabe. Aber ich glaube, jetzt ist wirklich die letzte des Jahres. Bringen Sie Eisbären, Panda-Bären, Koala-Bären und Teddybären in Ihr typisches Zuhause. A. Bergwälder Chinas, B. Kinderzimmer, C. Ostküste Australiens, D. Nördliche Polarregionen. Ich möchte ein Eisbär sein im kalten Polar, nördlicher Polarregionen. Natürlich die Panda-Bären in den Bergwäldern Chinas. An der Ostküste Australiens finden wir die Koala-Bären und im Kinderzimmer den Teddybär. Genau, D, A, C und B. Sibylle! Jetzt haben wir alle Frauen durch. Bitte schön. Thanks, Sibylle. Jetzt hole ich sie wieder raus. Jetzt hole ich sie wieder heraus. Aus Fußach in Vorarlberg kommt Sibylle Schelling her, ist diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester. Mhm. Gesundheitsschwester und Krankenschwester. Das heißt so. Hast du das auch so jetzt? Ja. Okay. GUKS. Okay. Ja. Und wie gesagt, kommen aus. Wo ist Fußach genau? Bezirk Bregenz. Bregenz? Ja, das ist klar. Ja. Ist das Dornbirn, Lustenau da rauf und Kendelbach, Wolfurt? Das ist gleich das nächste nach Bregenz und dann kommt Fußach. Das ist gleich Fußach. Mhm. Gut so. Was ist Ihr großes Ziel heute noch, geschwind? So viel wie möglich Geld So viel gewinnen. Wie möglich einholen, das ist echt klar. Sie sind, wie ich das so lese, eine Gothic-Anhängerin. Ja, sieht man jetzt vielleicht nicht ganz heute, mit der Kugel angepasst. Drum. Ja, glitzert ein bisschen, gell? Ja. Und wenn Sie heiraten, Sie sind ja verlobt zurzeit, ja. Wenn Sie heiraten, dann? Gothic-Hochzeit. Also in Schwarz? In Schwarz, ja. Das ist ein Lebensgefühl, gell? Jo, ja, ist schon. Haben Sie eine Begleitperson mit? Nein, leider niemand nicht. Mitkommen, nee, niemand Zeit ganz kommt. Alleine. Dann wär ich für Sie Daumen drücken. Okay, gut. Sibylle, drei Joker oder eventuell den. Nicht. Ich wäre nicht los. Ich wär den Switchinger nicht los. Gut. Beginnen wir. Erstes Drittel, die ersten 500 Euro, die holen wir jetzt einmal geschwind herein. Was vereinbaren Geschäftspartner oft, um Diskretion zu wahren? Die vereinbaren Stillstand, Stillperiode, Stillleben oder Stillschweigen? Das ist D, Stillschweigen. So ist es. Verlässt jemand die Parkbank mit Querstreifen am Rücken, war diese offensichtlich frisch gewickelt, zubereitet, verliebt oder gestrichen? Frisch gestrichen. Mhm. Wenn Fußballfans Gesänge für ihre Boys in Green anstimmen, dann läuft welche Nationalmannschaft ins Stadion ein? Die Niederlande, Wales, Irland oder Italien? The Boys in Green. Mhm. Ich verbinde jetzt Grün mit Irland und ja, darum nehme ich das auch. Nur Mut. Ja. Irland. Richtig. Im Stück Romeo und Julia gibt es kein Happy End, da Romeo irrtümlich und fatalerweise glaubt, Julia sei verheiratet, verstorben. Julia sei ein Mann oder eine Hochstaplerin? Verstorben. Mhm. Gut. Beim Schallplattenspieler sitzt die Nadel in der Regel vorne am
Keramikmaler, Betonmischer, Ziegelbrenner oder Tonabnehmer? Am Tonabnehmer. Jawohl. Jawohl. Wir machen gleich weiter, weil es so schön, jawohl, weil es so schön flutscht. Gell? Wovon sind E-Autos in Österreich ausgenommen? AMSL-Promillegrenze, WIS-L-Tunnelmaut, IGL-Tempolimit oder HUM-L-Gurtenpflicht? So. Also eigentlich könnte man sagen AMSL, WIS-L, IGL, ja, oder HUM-L. Promillegrenze ist ein Blödsinn. Gut, anschnallen muss man sich auch. Und das Tempolimit muss man genauso halten wie alle anderen Fahrer. Also ich würde sagen, die Tunnelmaut. Die Wiesel-Tunnelmaut? Ja. Warum sollen E-Autos davon ausgenommen sein? Ja, weil die so ökologisch sind und einen Beitrag leisten dann. Zur guten Luft? Bitte? Und einen Beitrag leisten zur guten Luft? Ja, genau. Haben Sie ein Auto? Mhm, aber kein E-Auto. Mhm. Ich glaube, ich bin da auf dem falschen Dampfer, kann das sein? Mhm. Gut, ich merke es gerade. Dabei freuen Sie sich schon so auf eine Kreuzfahrt. Jetzt Moment mal. Ja. Die AMSL-Promillegrenze, ich glaube, das hat das was mit Schadstoffen in der Luft zu tun. Ich glaube, da bin ich jetzt. Die AMSL-Promillegrenze? Ja, die Feinstaubbelastung. Die Promillegrenze? Ja. Bin ich jetzt auch wieder falsch. Ich nehme den Publikumsjoker. Wir nehmen den Publikumsjoker. Schauen wir mal, was da passiert. Ja. Wir reden von E-Autos in Österreich. Wovon sind E-Autos in Österreich ausgenommen? Von der AMSL-Promillegrenze, von der Wiesel-Tunnelmaut, vom IGL-Tempolimit oder vom von der Hummel-Gurtenpflicht? AMS, L, WIS, L, IG, L oder HUM, L. Haben wir da. Die Tunnelmaut hat es den Menschen hier angetan. Schau, schau, Sibylle. Wir sind aber irgendwie draufgekommen. Wie Sie gesagt haben, dass das der falsche Dampfer wäre. Aber da sehen Sie, wie vertrauensvoll Sie sind. Und man weiß ja, dass Krankenschwestern einen sehr hohen Vertrauens, ja, wie sagt man, sehr hohes Vertrauen in der Bevölkerung genießen. Das heißt, Sie können sagen, was wollen Sie, glauben Ihnen, die Leute. Ja, jetzt ist die Frage, wie beeinflusst dann, aber 57% sind halt schon eigentlich schon die Mehrheit. Schon viel, gell? Ja. Ja. Jetzt war ich doch nicht so falsch in dem Fall. Glauben's. Was machen wir, liebe Sibylle? Ich nehme die Tunnelmaut. Sie nehmen die Tunnelmaut, haben den 50-50-Joker und den Telefonjoker noch da. Vertrauen den Menschen hier im Saale, okay. 57% ist von dem her ein äußerst eindeutiges Votum. Absolute Mehrheit einmal auf alle Fälle, der Ordnung halber. Das IGL-Tempolimit kriegt 28%, die Promillegrenze 11% und die Gurtenpflicht 4%. So, sind die Eckdaten. Sibylle. Ja. Wissen Sie was zur Sicherheit noch, oder 50-50? 50-50, ja. Joker. Gut, den haben wir auch noch ins Match. Okay, jetzt haben wir die Wiesel-Tunnelmaut oder das IGL-Tempolimit noch da. Mir ist jetzt was eingefallen. Und zwar zum Beispiel im Tirol. Darf man nur 100 fahren wegen der Feinstaubbelastung. Mhm. Und da das ja auf die E-Autos nicht zutrifft, glaube ich, dass das für die nicht gilt. Mhm. Und? Ich nehme C. Sie nehmen C? Ja. Okay. Durch reifliche Überlegung sind Sie auf C gekommen und Sie gehen jetzt gegen den Mainstream vor. Ja, trotzdem. Ganz sicher. Okay, Antwort C, IGL, Tempolimit.
das Emissionsschutzgesetz Luft, kurz unter uns Autofahrern der Eagle 100er, der gilt nicht für Elektrofahrzeuge, aber nur dann, wenn sie ein grünes, beziehungsweise ein Kennzeichen mit grüner Schrift drauf. Das Kennzeichen oder die Nummer, die Buchstaben in grüner Schrift angeführt sein, dann ist das Auto Elektroauto und darf schneller wie die 100 fahren, 130 eben. Das ist bei uns der Fall. Davon sind eher das ausgenommen. Habt ihr das nicht in Vorarlberg? Auf der Rheintal-Autobahn. Habt ihr keinen Eagle 100er dort? Es ist voll logisch, aber ja. Da logisch denken hin und wieder ist ein bisschen schwierig. Okay, also, weiter geht's. 2000 Euro, Sibylle, wir lassen das Tempolimit hinter uns. Jetzt gibt's nichts mehr, was uns bremsen kann. Was zählt nicht zu den typischen Beschreibungen eines Koalas? Jetzt haben wir ihn doch vorher gerade gehabt, gell? Mhm. Bei der Auswahlaufgabe. Jetzt ist er schon wieder da, der Koala. Er umarmt Bäume. Liebt Eukalyptus, schläft kopfüber oder ist ein Beuteltier? Schläft kopfüber. Das machen Fledermäuse. Also er umarmt Bäume, er isst Eukalyptus ja. Und er ist ein Beuteltier. Okay, und er schläft kopfüber, ja. Zählt nicht dazu, sagen Sie. Antwort ja. C. Absolut richtig. 2000 Euro. Jetzt haben Sie sich davongen, Sibylle. Mhm. Die achte Frage lautet, mit welchem Komponisten teilt sich der berühmte venezianische Verführer Casanova den Vornamen? Puccini, Vivaldi, Donizetti, Verdi. Also das Einzige, was mir zu Casanova einfällt, ist Donizetti. Ich meine, es sind, also als Komponisten, das ist sowieso klar. Wenn ich jetzt daheim wäre, hätte ich es sofort nehmen. Puccini, Vivaldi, Donizetti, Puccini, Verdi. Casanova, nein. Vivaldi, Verdi, Casanova. Mit welchem Komponisten eben teilt sich der berühmte venezianische Verführer Casanova den Vornamen? Man hört immer nur Casanova, der Vorname hört man sonst nicht. Donizetti. Eingeloggt? Mhm. Wollen Sie das eingeloggt haben? Mhm, bitte. Okay. Absolut sicher. Telefonjoker war noch da gewesen. Ja, ich weiß. Okay. Sie waren im Wissen, im vollen Wissen. Sie waren im vollsten Besitz ihrer geistigen Kräfte. Wie sagt man das? Im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte. Gut. Der Vorname von Casanova ist Giacomo. Giacomo Casanova. Verdis Vorname war Giuseppe. Vivaldis Vorname war Antonio. Selbe. Ja, ich hab die Frage falsch verstanden. Puccini. Giacomo Puccini, gell? Giacomo Puccini und Gaetano Donizetti war es gewesen. Sibylle. Scheibenkleister. Was haben Sie jetzt so missverstanden? Vollkommener Denkfehler. Okay. Das, was ich vorher wieder logisch, wo ich mich erfangen habe, war jetzt schon wieder weg. Schade. Ja. Schade drum. Jetzt sind es nur 500 Euro geworden. Ein kleines Aufbessern des Taschengeldes, zumindest zum Jahresabschluss, gell? Bitzle, ja. Ja. Passiert gehört leider zum Spiel dazu. Ich darf Sie da herbitten und ich darf alle anderen Kandidaten auch in die Mitte bitten. Ekaterina Rabel hat 10.000 Euro gewonnen, Katrin Freis 500 Euro, Ingeborg Werner Dutschke 30.000, Thomas Wald 10.000 und Sibylle Schelling 500 Euro, leider, wenn wir jetzt zum Schluss noch gesehen haben. So, bevor wir jetzt anstoßen das neue Jahr, darf ich mich bei Ihnen im Namen des gesamten Teams für die Treue während des Jahres 2020 bedanken und hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder bei der Melange. Guten Rutsch ins neue Jahr, bleiben Sie gesund. So, bitteschön, mit Abstand. Bitte sehr. Ein gutes neues Jahr, allen zusammen. Sehr schön. Thomas, aufpassen. Ja. Bitte sehr, bitteschön. Und die Damen, sehr schön. Unterarmen. Prost, Gesundheit, gutes neues Jahr. Bedanke mich. Auf Wiedersehen.